begrüße ich Sie erstmal ganz herzlich. Toll, ja, volles Literaturhaus. Ich hoffe, wir haben irgendeine andere Stadt damit geschlagen. Ja? Nein. Nachher mal fragen. Noch nicht. Okay. Also, liebe Vertreter der Böll-Stiftung, Heinrich-Böll-Stiftung des Literaturhauses, ich freue mich, dass ich heute Abend hier die Moderation übernehmen kann. Und Bedarf ist mir wirklich eine Freude und ich möchte gerne Ihnen Frau Silke Helfrich vorstellen. Die Frage, die ich mal als erstes gestellt bekomme, ist, was sind Comics? Definieren Sie das mal. Und ich habe ein paar Jahre gebraucht, bis ich einfach sagen konnte, ich glaube, das ist die falsche Frage. Also, entweder oder denken und eine bestimmte Art sozusagen die Welt zu kategorisieren, auch das ist dies und jenseits der Grenze gleich. Und das betrifft auch politische Kategorien, sowas wie den Staat. Wir stellen uns dann den Staat vor, als Leviathan sozusagen, als eine Entität, die denkt. Wir stellen uns den Markt vor, wie so ein Mechanismus, der immer weiter rattert. Und Sie kennen das vielleicht auch, manchmal wird dann in den Nachrichten gesagt, na ja, dann der Markt, der wird dann so personalisiert, der kriegt dann sogar Gefühle. Der wird dann nervös und der reagiert unruhig und so. Und hinter dieser Art, über den Markt und den Staat zu reden, steckt sozusagen eine bestimmte Weltsicht. Und von der sind eben auch die Commons nicht unverschont. Also die Frage, was sind Commons, erwartet immer eine Definition. Und in dieser Frage liegt so ein bisschen diese Idee, ach, die Frau Helfrich wird jetzt sagen, Wälder und das Wasser und die Fischgründe und die Teiche und die Moore und die Software und so weiter. Also irgendetwas Statisches, irgendetwas außerhalb von uns. Und im Grunde, nach 15 Jahren Beschäftigung mit diesem Thema und der Frage, warum verstehen die Leute nicht, was wir meinen? Also die Leute, die Politiker, die Journalistinnen und so weiter. Sind wir darauf gekommen, dass das was damit zu tun hat, dass wir über unser Grundverständnis, über unser Seinsverständnis, über unsere Weltsichten reden müssen. Und das bedeutet über das, was wir als Menschen sind. Also, was verstehen wir eigentlich unser Menschsein? Und damit habe ich im Grunde den gesamten ersten Teil, die ersten 150 Seiten schon abgehandelt. Also die Idee ist zu sagen, wir können nur sinnvoll über Commons diskutieren, wenn wir nochmal gucken, ob wir wirklich, wirklich im Blick haben, dass wir Beziehungswesen sind und dass es immer, wenn es darum geht, Leben zu reproduzieren, darum gehen muss, Beziehungen zu vertiefen, Beziehungsnetze zu knüpfen und nichts zu trennen, voneinander zu kappen, nichts als statisch zu erfassen, sondern immer als Prozess, in sein geworden sein. Kann ich da mal anschließen? Die Sprache hat mich auch sehr bewegt in deinem Buch oder sehr beschäftigt auf jeden Fall. Ich habe das hier in Kurzform Huhn oder Ei genannt. Ja. Und wenn man also durch das Buch liest, dann hat man zunächst auch eine lange Liste von Umdefinitionen von Begriffen, Etablierung neuer Begriffe, nicht immer auf den ersten Blick sehr eindeutig. Stimmt. Können wir nicht auch die Begriffe einfach geeigneter und breiter interpretieren? Also ich zum Beispiel als Institutionenökonom, für mich ist Governance auch eine Form, wenn Leute selbst organisiert in Regelwerken was zustande bringen. Ich brauche dafür nicht den Begriff der Peer Governance. Also ganz viel könnte man auch deutlicher definieren. Also zum Teil, wenn ich jetzt provokativ frage, brauche ich dieses Vokabeltraining vorab, ja, um das gut lesen zu können. Und was ist dann zuerst? Also Huhn oder Ei? Du beschreibst jetzt im Buch, Sprache steuert auch subtile Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen. Ja, stimmt. Ja. Gleichzeitig ist Sprache lebendig und entwickelt sich. Also entstehen die neuen Wörter, wenn wir in gewisser Weise handeln und die dann ausdrücken wollen? Also was wollen wir jetzt zuerst verändern? Ja. Können wir nur die Sprache auf indoktrinieren und sagen, so müsst ihr euch ausdrücken und dann werdet ihr schon handeln? Mhm. Oder handeln wir sowieso erst und Sprache entsteht? Ich will erstmal auf den ersten Teil reagieren und sagen, oh, muss ich mich da durchwühlen? Ja. Nein.
Also es ist sehr, sehr, sehr empfehlenswert, Kapitel 1 und 2 zu lesen und dann kann man zu 4, 5, 6 übergehen, weil das ist der Grund, warum wir das als Kommentar geschrieben haben. Das Sprachkapitel ist Kapitel 3, da findet man 3 Glossare. Also es gibt eine kleine Einleitung, warum Sprache so wichtig ist, das brauchen Sie jetzt nicht mehr lesen, weil das habe ich Ihnen alles schon erzählt. Und dann gibt es 3 Glossare. Und das eine ist die Begriffe einer verklingenden Ära. Da ist dann auch sowas drin wie Partizipation. Da können Sie jetzt mal nachgucken, warum wir das nicht so toll finden. Das andere ist kommensfreundliche Begriffe. Die sind gerade aus der englischen Übersetzung heraus manchmal echt noch nicht so richtig elegant. Freue ich mich immer über Verbesserungsvorschläge. Und das dritte ist diese alten Dichotomien. Ja, wir erleben ja jetzt gerade, dass Mann-Frau als dichotome Beschreibung von Geschlechtlichkeit nicht hält. Und so geht es ja mit vielen Begriffen. So. Und das heißt, da sind dann 3 Glossare und die kann man nutzen wie Glossare. Immer wenn man denkt, was ist das für ein komisches Wort in Kapitel 6, dann kann man das machen. Und ich kann jetzt nur auf die Frage Huhn oder Ei eigentlich nur unseren Prozess beschreiben. Wir wollten das nie machen. Also es war eine Höllenquälerei. Wir haben 15, 16 Konzepte geschrieben und dann haben die alle in die Tonne geklopft. Weil wir zu dieser Erkenntnis gekommen sind, dass wir nicht die Sprache haben, mit der wir ausdrücken wollen, was wir ausdrücken wollen. Und dann erst haben wir gesagt, warum haben wir jetzt nicht die Sprache? Und dann sind wir auf dieses Weltsichtding gekommen. Das heißt, wir haben tatsächlich erst Kapitel 1 geschrieben und das ist so eine Einladung, stellen wir Projekte vor, dann ist ganz schick, das liest sich ganz schnell und so, ist ganz easy going. Und dann 4, 5 und dann gesagt, wir müssen das jetzt machen, weil wir selber uns sonst nicht ausdrücken können. Also in unserem eigenen Prozess und erstes Handeln, das die andere Sprache erfordert. Und natürlich ist es irgendwie Glauben. So. Durch einen anderen. Durch einen anderen. Ja, irgendwie so. Ich habe auch nochmal eine Frage. Frei, fair und lebendig. Ich würde gerne über fair mal kurz sprechen. Ja. Und ich kann auch nicht umhin, ohne das nochmal mit Frau Ostrom zu machen. Ja? Das zweite Designprinzip, ja, was ja zitiert wurde, Konkurrenz zwischen Aneignungs- und Bereitstellungsregeln und lokalen Bedingungen. Wenn wir jetzt wissenschaftlich neuere Studien angucken, ist besonders das erste wichtig. Ja? Was bedeutet das? Aneignungs- und Bereitstellungsregeln im Verhältnis. Ja? Sollen gleich verhältnismäßig sein, damit wir das als fair empfinden. Also dieses Designprinzip ist so standardmäßig für Fairness. Ja. Ich möchte jetzt wissen, wo ich das in dem Buch finde. Weil wenn ich hinten nachschlage und da Fairness kommt eigentlich nicht so viel, wie ich erwartet hatte für den Titel. Und für mich ist die Verhältnismäßigkeit so eine Frage. Also es würde heißen, so viel wie Sie rein investieren in die Bereitstellung für den Bewässerungskanal oder eine freie Software, anteilsmäßig bekommen Sie auch im Verhältnis mehr oder weniger davon raus. Jetzt habe ich auch wieder was im Buch dazu gefunden. Manchmal geht es um Geben und Nehmen im Lauf der Zeit in einem grob ausgewogenen Verhältnis. Seite 103. Manchmal steht im Buch, wird gegeben nach den Bedürfnissen der Beteiligten. Das Bedürfnis ist aber nicht im Verhältnis dessen, was ich rein investiert habe. Ne? Bedürfnis ist nicht das Bedürfnis, was ich habe. Also was ist jetzt fair? Fair? Wir haben ein Muster dafür gefunden. Also was ich schwitze. Wir haben es so benannt, wie ich es jetzt gleich zeigen werde. Kommt wieder die Coca-Cola. Es ist auch im Bereich des Wirtschaftens. Und es heißt, Gegenseitigkeit behutsam ausüben. Es ist ja auch, wenn Ostrom das so beschreibt, ne, es muss irgendwie ein gutes Verhältnis zwischen Geben und Nehmen geben, also zwischen Aneignung und Beitrag. Heißt es nicht, dass es Äquivalententausch sein muss. Das Äquivalententausch ist ja das Marktprinzip. Sondern das heißt, auch wenn ich dir noch was schuldig bin, ich weiß, wir sind nicht aus der Beziehung raus und vielleicht in 2 Jahren, wenn du wieder Geld hast, kommt was zurück oder so. Ich komme ja aus dem Dorf, haben wir ja gesehen, ich komme aus dem Dorf und da gibt es dann so ganz, also Rituale, die sich quasi über die Jahre hinwegziehen. Als ich Jugendweihe hatte, da kommen irgendwie alle und bringen Kuchen. Und wenn jemand anders 3 Jahre später Jugendweihe hat, geht meine Mutter dahin und bringt dorthin Kuchen, solche Dinge. Und wir haben das genannt, Gegenseitigkeit behutsam ausüben.
um sozusagen zu sagen, ja, Reziprozität ist auch so eine kulturanthropologische Konstante. Es ist schwierig, darauf so völlig zu verzichten und sagen, ich sage dann immer, die Commons sind kein Schlaraffenland, ja, wo sich jeder nach dem Dünken bedienen kann. Aber wenn man aussteigen will aus dieser Berechnungslogik, ja, was eigentlich schon Luther gemacht hat, ja, der hat auch nicht gesagt, Gott ist dir nur gnädig, ja, wenn du A, B, C, D, E und Ablasshandel machst. Sondern er hat gesagt, nee, da steht ja auch was zu, einfach weil du Mensch bist, nennt man Gottesgnadentum. Und so ranzugehen und zu sagen, so, ich habe da erstmal ein Recht auf Beteiligung an etwas, so, und dann in dem Maße, wie ich meine Fähigkeiten entwickle, trage ich dazu bei. Das ist auch der Grund, warum wir Kinder erstmal nichts abverlangen, sondern sie erstmal bedingungslos pflegen. Also, das ist unsere Realität. Gegenseitigkeit behutsam ausüben mit dem Hinweis darauf, dass Reziprozität notwendig ist. Und trotzdem ist nicht nötig, dass wir alles in unsere Sozialbeziehung permanent aufrechnen. Aber danke für die Frage. Vielleicht möchte ich diesen Link extra.